Und jetzt? Sollen wir mit dem beim Saufen oder was? Roy ist ein netter Kerl. Ihr könntet wirklich Freunde werden. Klasse, Großer, gehen wir. Nach zwei oder drei Runden gehst du in den Hinterhof, um Luft zu schnappen. Schöner Abend, nicht wahr? Was? Ja, hallo. Ich will eine Frage stellen. Was weißt du über Selbstzerstörung? Trifft Tyler. Du hast Tyler getroffen. Er sieht nett aus. Du solltest mehr Zeit mit ihm verbringen. Selbst was? Ich bevorzuge Selbstverbesserung. Hat mir mein Vater beigebracht. Besserung wieder. In große Muskeln bekommen, Geld für die neue Sachen besitzen. Du weißt, dass dein Besitz dich am Ende besitzt, nicht wahr? Ja, ich will ein Papierchen trinken und dann gehe ich nach Hause. Ich habe keine Idee, was von mir weißt. Das ist ja ganz schön langsam. Hast du ein paar neue Namen oder nicht? Ohne Namen wirst du sterben. Hä? Komm wieder, wenn du bereit bist. Eine Lektion ist Selbstzerstörung. Warte ich auf dich. Was? Okay, das ist das mit den Straßenkämpfen. Nee. Das Ganze mal knicken, Alter. Oh! Eigentlich. Fall nicht hin. Dein Geschick sinkt nicht unter. Okay, das ist geil. Oh, sollten wir das gleich skillen? Und dann aktive Talente erst nach dem nächsten Kampf? Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das macht Sinn, aber wir bräuchten halt das auch, ne? Boah. Ne, wir machen jetzt erst ihn, ja. Dann brauchen wir da nicht mehr so sweaten. Hohe Rückhand. Okay. Okay, da schaut man dann den Weg des Tigers frei. Da, aber dann alle positiv vielleicht verhalten länger. Aktives Talent 2. Motivation. Okay, die zwei bräuchten wir auch noch. Also eigentlich ihn mehr. Ihn, na, nice to have, aber. Na. Ja. Nächster Kampf in 2 Tagen. Ach ja. Genau, guck mal, hier ist der Roy. Bill Spark. Der hat 3-2-2. Wir haben 4-1-4-3. Ja, den hauen wir auch in 2 Tagen um. Ja, easy. Ja, anmelden. Komm, let's go. Kann ich da auch wieder rein? Nee. Kann ich nicht mehr. Gut. Dann. Was sind wir denn hier jetzt? Was ist das? Die Bar. Ja, wir gehen jetzt erstmal schnell heim. Oder wir fahren heim. Essen was? Jetzt telefoniert. Na klar. Maschi, maschi. Sich schon überall umgesehen. Warum sollte ich das tun, Frank? Sehr gut, manchmal findet man neue Motivation an merkwürdigen Orten. Steve für den Friend. Was? Da lutscht eine Zitrone, Junge. Wow. 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 Salty, oder? Sorry, Dicker. Ja, rein vom Ding her müssten wir wieder Geld machen, wa? Will ich aber eigentlich nicht. Ich würde jetzt gerne nochmal pumpen. Pumpen. Aber. Ja, wir müssen auch arbeiten. Das hilft nichts. Casey. Pizza Spezial. Warum ist deine Pizza so beliebt? Pizza mit speziellen indischen Gewürzen. Für meine Stammkunden mache ich Pizza mit extra Gewürzen. Willst du mal probieren? Beim nächsten Mal. Junge, wir sind voll. Hier, ja, nimm dir eine. Witzige Pizza. Lieferauftrag für dich. Kein Problem, Casey. Ich kümmere mich drum. Oh nee. Oh mein Gott. Ja, was ist mit dem Geld? Einfach mal mit Casey. Stell die Pizza einfach dahin und ab. So, ein braves Geld. Das ist ein unheimliches Geräusch. Okay, dann holst du doch. Besiege Bill. Das schaffen wir nicht.
Ey Junge, das schafft man nicht. Wir kriegen hart auf die Fresse von dem. Ach. Was denn für besiege Bill, Alter? Komm, Mucki Ingo. Ja, das ist für den Arsch, Alter. Unser Ausdauer ist zwar tausendmal besser, aber... Pff. Ja, wobei, den werden wir jetzt ein paar Mal auf die Bretter schicken, das wäre geil. Ja, aber dafür pumpt uns der jetzt viel, oder? Als ob wir den jetzt schaffen. Lol. Lol, wenn wir den jetzt schaffen, ne? Anum! Anum! Ja, geil! Ja, der drückt uns zu viel. Guck mal, der drückt uns viel zu viel. Obwohl, der ist Asche auf die Hälfte, ne? Von dem werden wir nur ein paar Mal auf Bretter schicken. Ja, aber der, guck mal, was der Regeneration trotzdem hat. Komm, hau um! Ja, nice! Der darf uns halt nicht mehr oft treffen. Hau nochmal um! Pff. Der ist plus auf 16. Komm, Alter! Nochmal, hau um! Ja, der, wenn uns halt trifft, gibt uns ja da immer über die Schellen, ne? Hau nochmal um! Komm, please! Ah! Ah, du hättest den vor der Pause nochmal umhauen müssen, Ingo. Komm, Ingo! Nein, Alter! Du kassierst jetzt eine Sechserbombe! Hau ihn! Los! Hau nochmal um! Ja! Ah! Hau nochmal um! Alter, bitte kassier den Mann! Nein, 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 nein! Nein! Ist dein Ernst? Oh, nee. Ach, Junge. Ja, das war nix. Ja, wir gehen arbeiten. Liefer die Pizza. Komm, dann gehen wir arbeiten. Scheiß drauf. Brüm. Bim, bidi, bim, bidi, bim, bidi, bim, bim, bidi, bim. So. Stopp. Wann ist der nächste Kampf? In 3 Tagen. Ja, easy, dann können wir jetzt nochmal. Dann können wir jetzt den Tag nochmal komplett durchliefern. Ah, oh, so schade, hey. So schade. Kannst du mir arbeiten, wenn du 100 bist? Ne, wir haben keine Ausdauer mehr. Okay, dann gehen wir heim. Pen. Dann müssen wir einmal pennen. Ich will Nachrichten, ob ich doch. Okay, der hat jetzt viel zu lang pennt, weil ich nicht aufgepasst habe. Dumm. Süß und lecker, aber nicht gesund. Ach nee. Stockkarte. Apu. Ja, ist mir egal. Apu, mein Freund. Gib mir mal ein paar Steaks. Ja, komm. Dann gehen wir nochmal arbeiten. So, Casey, lass mich nochmal arbeiten. Zack. Einmal nochmal arbeiten, bitte. Machen wir noch 2-mal voll. Also bis Essen leer ist. Bis Essen leer ist, machen wir nochmal. Und dann gehen wir wieder pumpen. Und es stoppe. Yes. Dann einmal nach Hause. Sag mal, wie schaut's denn hier eigentlich aus? Wann kriegen wir denn hier mehr? Ich kann halt hier nur Liegestützen machen. Und das ist jetzt gerade nicht das, was ich jetzt eigentlich so hauptdingsmäßig machen will, ne? Also jetzt nur mal so als
Raum fürs Morgen. Deswegen gehen wir jetzt auch nochmal pumpen bis morgen. Jo. Rein da. Hey Kumpel, kannst du mir helfen? Ja, safe. Nice. Endlich können wir mit dem labern. Auf geht's. Mit was? Ach so. Raum 4. Komm, einer geht noch. Ah, hätt's schon noch geschafft, Bruder. Ja, ich hab dich trainieren gesehen. Also bekämpfen. Wirklich ganz gut. Ja, dann sollte ich das dich interessieren. Das sind halt jenseits des Flusses in einem Lagerhaus. Weißt du irgendwas über inoffizielle Ultimate Fights? Nö. Wenn du dir ein bisschen Geld dazu verdienen willst, solltest du da mal hingehen. Okay. Ich sag, bei diesen Kämpfen kannst du ziemlich schwer verletzen. Okay. Ja. Da hätte ich eher weniger Bock drauf, muss ich sagen. Boah, es würde aber irgendwie Sinn machen. Nee, hör mal auf mit Geschick. Ich muss mal jetzt dann auch gucken, welche Stats unser Gegner hat. Unser nächster Gegner hat 3-2-2. Wir haben 1-4-3. Kriegen wir das hin, auf 2-4-4 zu kommen? 1-4-4 würde man ja reichen. Mir würde 1-4-4 reichen. Wenn ich ehrlich bin. Kampf ist heute, ja, weiß ich. Ja, wir machen jetzt auf 1-4-4. Komm. 1-4-4 und dann gib ihm. Let's go. Oder gehen wir auf 2-4-4. Ja, wir können auch auf 2-4-4 gehen, aber... Nee. Komm. Den schaffen wir so. Wieso denn jetzt wieder gegen Hexorla Macho? Ja, dem hauen wir übel auf die Fresse. Komm, das können wir auf mal 4 laufen lassen. Der kriegt hart aufs Maul von uns. Oder wir auch natürlich mal wieder von ihm, was ich mal wieder überhaupt nicht kapiere. Komm, hau den jetzt um. Hau ihn um. Komm. Komm, Ingo. Junge, der ist normal unter dir. Ich kapiere nicht, warum wir jetzt gegen den kämpfen müssen. Ich kapiere nicht, warum wir jetzt gegen den kämpfen müssen. Das verstehe ich gerade nicht. Ja, aber... Jetzt hau den doch um. Komm. Tu es. Bam. Naja, auf geht's. Let's go. Okay. 3 Fähigkeitspunkte ist okay. Wir haben jetzt 29. Wir haben jetzt einfach Bill Spark gedodged. Wieso haben wir den jetzt dodged? Wieso haben wir gegen ihn kämpfen müssen? Der hat jetzt überhaupt keine Ehre mehr. Das heißt, wir müssen jetzt dann gegen Lenny Moskowitz kämpfen. Den haben wir um. Der hat 1-3-5, wir haben 1-4-4 bisher. Den haben wir um. Es ist halt ein bisschen, du hast wahrscheinlich das Boxtalent, dass alle Boxtalente ihr Ziel treffen. Okay. Ja, wenn man mal so hohe Rückhand. Aktive Talente, meine ich, sorry. Warte, dann müssen wir das hier eigentlich noch machen. Eigentlich will ich das haben. Reisesser. Das ist einfach ein Stäbchen zu essen. Das ist immer geschickt. Du hast rote Sneaker, also läufst du schneller durch die Stadt und laufen. Nimmt 30% weniger Zeit in Anspruch. Ja, okay. Aber, gut. Weg hier. Ja, wir melden uns gleich wieder an, natürlich. Und
Boah, am liebsten. Weißt du was? Wir gehen jetzt da nochmal rein. Wir gehen jetzt da nochmal rein. Pumpen uns auf 244 und dann haben wir diesem scheiß Krokodil eine aufs Maul. Das ist jetzt der Plan. Das ist jetzt der Plan. Dem haben wir jetzt übel eine auf die Fresse. Komm her, du scheiß Krokodil. Oh ja. Da will ich jetzt nicht hin. Verlassene Lagerhalle. Ich will jetzt diesem scheiß Krokodil auf die Fresse hauen. Ja, das Geschäft brummt. Willst du die gewürzte Pizza probieren? Die geht auf mich. Ja, ja. Let's go. Ja, speziellen Lieferauftrag, natürlich. So, und dem hauen wir jetzt alle auf die Fresse, diesen scheiß Krokodil. Hey, deine Pizza, meine Rauche. 445. Ich weiß halt nicht, warum mir, aber... Oh. Was ist denn das eigentlich? Vorteile. Keine Ahnung. Bro, das war vorher so knapp. Normal müssten wir den jetzt schaffen. Das Wichtige ist halt, ja, guck mal, lebenstechnisch schaut es schon wesentlich besser für uns aus. Ausdauer von dem geht schon wieder übel runter. Ach so, halt, ich will eigentlich das ein bisschen langsamer. Ja, auf ganz langsam auch nicht, aber schon auf 2. Ja, komm, Alter, den hauen wir um. Bart, schicken auf die Bretter. Los, los, jetzt. Komm, 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 jawohl. Schöner. Ja, der regeneriert zu viel immer in der Pause. Schick den nochmal auf die Bretter. Ja, wir haben übel den Lebensvorteil schon. Junge, schick den nochmal auf die Bretter. Jetzt komm, kurz vor der Pause nochmal, Batz. Jetzt komm. Ha. Aber wir sind noch im Vorteil. Der ist schon unter der Hälfte, mir noch nicht. Jetzt komm, auf die Bretter. Auf die... Jo. Schön. Ja, jetzt hat er gerade regeneriert wie ein Pe... Wow. Okay, das ist wieder auf der Hälfte. Krass. Come on. Ja, der regeneriert jetzt bloß noch. Was ist denn jetzt los? Kannst du den mal bitte wieder treffen? Wäre das so... Wäre das irgendwie in Ordnung für dich? Hallo? Was ist denn jetzt wieder mit ihm los? Einfach schnell kämpfen verlieren jetzt oder was? Hallo? Ingo? Ingo? Come on! Bro, du kannst doch den jetzt nicht einfach alles regenerieren lassen. Hau den jetzt um! Bro, schick den jetzt auf die Bretter. Danke! Der macht mich fertig, der Ingo. Der Ingo macht mich fertig. Kannst du den jetzt bitte umboxen? Bro, wehe. Bro, wehe. Hau den jetzt um! Hau ihn um! Danke! Holy crap! Hey, ich hätte gemeint, das ist jetzt easy, ne? Aber... Pff, 8 Talentpunkte. Huge. 8... Das war ein guter Kampf. Ja, danke. Bisschen Gibbel. Es war nicht einfach. Aber du hast es mit... Du hast mit ihm das... Was? Du hast ihm das Leder versohlt. Achso. Mein Bruder Mark will gehen nicht kämpfen. Der braucht die Übung. Besiege Mark. Ja, ja. Das war seltsam. 9 Talentpunkte. Ich würde wirklich gerne jetzt erst auf Dauerläufer gehen. Ob das Sinn macht? Keine Ahnung. Ist mir aber gerade ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Oh, was ist ein tiefer Tritt? Ein schwächender Treffer, der ziemlich Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Aber der, glaube ich, ist ganz geil. Aber ich will jetzt erst Dauerläufer haben. Deswegen... Stärker als ein einfacher Schlag, verbraucht aber auch mehr Energie. Ja, nee, will ich nicht. Ich will Dauerläufer. Deswegen sind wir eigentlich hier. Deswegen bin ich eigentlich hier. Wann ist denn mein nächster Kampf? In 3 Tagen. Das heißt, wir könnten jetzt gleich für Casey auch arbeiten. Ja. Lass mal für Casey gleich arbeiten. Let's go. Wir machen jetzt einmal, bis wir keine Ausdauer mehr haben. Hoffentlich kriegen wir es noch einmal voll. Komm,
please. Ja, easy. Geil. Dann gehen wir jetzt einmal shoppen. Ja. Ja, leider. Apu, gehen wir nochmal Fleisch. Und Energy. Ah, das war zu viel. Das war dumm. Das war jetzt wieder dumm. Das ist schon wieder. Maschmaschi. Du hast die Garage schon mit Sportgeräten vollgestellt. Zelt und Geld sparen, ja. Na klar. Pass auf, dass du dieses Geld nicht mit dir rumträgst. Da lassen wir eine Menge zivilisierte Typen. Keine Sorge, Frank, die machen Bekanntschaft mit meinen Fäusten. Kann ich jetzt Sportgeräte kaufen? Ist es das, was du mir jetzt gerade sagen willst? Ist es das, was mir das Game jetzt gerade sagen will, dass ich jetzt Sportgeräte kaufen kann? Gut. Ja, will mir das Game. Nice. So eine Kacke, Alter. Okay, Ausdauer machen wir nicht komplett voll. Wir stehen jetzt auf. Das Game, das wird uns pennen lassen bis zum St. Nimmerleins-Tag, ne? Wann ist der Kampf? In 2 Tagen. Ja, okay, komm. Dann auf. Du Meister proper, Alter. Wow. Okay, das ist ja nicht billig. Wing Chun. Okay. Wing Chun, nice. Eigentlich sind das die drei, wo ich haben will. Er wäre am coolsten gleich. Punching Ball. Also wir brauchen $350. Wir gehen jetzt aber erstmal nochmal in Muckibude. Können wir nicht, weil wir keine Kohle haben. Das heißt, wir fahren nochmal schnell Pizza aus. Casey. Was gibt's Neues? Sind wir jetzt nach Zypern? Du kannst mal bitte das Maul halten, Siri. Das wäre sehr nett, danke. Okay, jetzt ist der nächste Kampf morgen. Stopp. Was gibt's denn hier? Verlassene Lagerhalle. Okay, wer bist du? Irgendwie so Ultimate Fight, stimmt das? Und du siehst nicht aus wie ein Polizist, also ja. Dann bin ich dabei. Jo, chill mal. Jo, hey. Ultimate Fights. Typ, geplante Kämpfe. Punktzahl 0 von 300. Kampf verfügbar. Wow. Hardcore. Starke Gegner. Ausdauerkämpfe. Gewinne 2 Stück. Zufällige Gegner. Ich jetzt wie du. Kampf verfügbar. Kämpfe. Nee. Wir trainieren jetzt erst einmal. Chill, Bro. Wir machen jetzt hier erstmal. Ja, wir mit Geschick müssen wir gerade nicht mehr trainieren. Wir müssen eigentlich Ausdauer und Stärke gerade trainieren. Gut. Zack. Das Problem ist halt noch, dass wir halt Ausdauer noch verlieren können. So, jetzt pumpen wir mal Stärke nach oben. Zack, zack. So, wir sind jetzt bei 244 wieder. Unser nächster Kampf ist voraussichtlich er oder schon der Roy. Wobei wir beide schaffen müssen. Ihn werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber sollten wir gegen Lenny Moskowitz kämpfen. 25% reduziert. Also ich glaube, dass wir die zwei jetzt mit dem Set schaffen, was wir haben. Okay. Aufstehende Kämpfe, wir müssen gegen Roy Jackson kämpfen. Der hat 4-2-3. Wir haben 2-4-4. Der hat 0795.
Und drei. Okay, wir gewinnen ja, müssen normal easy gewinnen. Von den Stats hier müssten wir easy gewinnen gegen ihn. Von den Stats hier müssten wir easy gewinnen gegen ihn. Das heißt. Sollen wir es mal probieren? Oder soll man Ultimate Fight jetzt. Ja, ja, meine ich ja. Komm, probieren wir es. 3-3-4. Müssten wir schaffen. Statmäßig sind wir halt von hier Genauigkeit besser. Ja, wir probieren es. Schöne 8er-Kombo. Der drückt uns 15. Das ist uncool. Das machen wir jetzt mal langsam. Komm. Der verliert sehr viel Ausdauer. Das ist gut. Das ist gut, dass der so viel Ausdauer wieder verliert. Vielleicht können wir den in der zweiten Runde. In der ersten Runde schaffen wir es nicht, aber in der zweiten Runde vielleicht klar auf die Bretter schicken. Das wäre nice. Oh, wir schaffen es sogar fast in der ersten Runde. Zweite Runde ist safe auf die Bretter mit dem. Muss. Schöne Combo. Vierer Combo. Nice. Ist okay. Dafür, dass wir keinen Schaden eigentlich machen, weil wir keine Stärke skillen. Schön auf die Bretter geschickt. Schön 10er Schaden. Mit einem High Kick. Ich glaube, dass so ein High Kick tritt aber höherer Energieverbrauch, das macht aber nichts. Ich glaube, dass so ein High Kick, wenn er trifft, halt auch viel Energie abzieht. Boah, schön. 5er Combo. Ist nice. 1er Combo, 2er Combo, ja, mit normalen Jabs. Ist okay. Zweites Mal auf die Bretter geschickt. Sehr gut. Jawohl. Schick den nochmal auf die Bretter. Ja, jetzt ruhen sie sich aus, alle zwei. Komm nochmal. Komm, komm, komm vor der Pause. Oh, huge. Huge. Freunde, das ist huge. Komm. Hopp. 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 Jetzt. Los. Und. Zack. Jawohl. Da ist er der Win.